Smarana, ihr Lieben, es wird total spannend. Es geht los und was uns alles erwartet im März, werde ich euch gleich erzählen. Im Hintergrund habe ich ein bisschen Frühlingsstimmung gemacht, damit wir auch das Optische über das Optische sehen, fühlen, was ich euch alles zu erzählen habe. Ich habe also auf verschiedenen Ebenen mal reingeguckt und reingespürt und freue mich sehr, dass ich euch das jetzt auch alles gleich sagen darf. Also, es geht gleich los. Ja, ihr Lieben, was geht denn überhaupt gleich los? Was ist überhaupt jetzt los? Was ist mit dem März? Ihr merkt es vielleicht schon, dass ich aufgeregt bin und dass ich ja mich sehr freue. Ich will noch mal ganz kurz auf den Februar eingehen. Im Februar gab es ja einen Punkt, wo es hieß Freiheit in Gefahr. Und diese Energie, Freiheit in Gefahr, in dem Moment wurden ja von der geistigen Welt wichtige Energien auf die Erde gesandt, so dass wir die Kraft, mein Ärmel mal hoch machen, so dass wir die Kraft gespürt haben und auch gespürt haben, dass wir etwas verändern können, dass es einfach wichtig ist, uns neu auszurichten. Diese ganzen Visionen und diese Neuausrichtung, die also im Februar für uns wichtig war, die auch oft von der geistigen Welt erzählt wurde, die kommt uns jetzt zugute. Wenn man mal so das Leben betrachtet, das geht in Wellen, hoch und tief, so ist dieser der Fluss der Zeit und auch das Leben hat hoch und tief und auch die Monate oder das Jahr, eigentlich alles, was aus Energie besteht und ihr wisst ja, das ist sowieso alles, trägt energetische Wellen. Und diese Wellen sind für den Februar unten gewesen, also am Tiefpunkt. Jetzt beginnen wir mit dieser Kraft aus diesem Tiefpunkt und mit der Hilfe, der Unterstützung von der geistigen Welt, die wir im Februar ja immens bekommen haben, beginnen wir diese Kraft zu nutzen und hochzusteigen. Also es wird besser. Es wird besser. Es sah im Februar an einem Punkt mal gar nicht so gut aus, aber das war wahrscheinlich der wichtige Punkt, der musste sein, damit sich die Kräfte haben sammeln können und jetzt wieder uns nach oben katapultieren, so heißt's. Entschuldigung. Und mit dieser Kraft können wir ganz viel tun. Wir können viel für uns verändern. Und darauf kommt es drauf an. Wenn ich jetzt mal aus der Energieebene hinausschaue und in die politische Lage. Es stehen ja zurzeit Neuwahlen an bei uns hier in Deutschland. Und in dem Moment wird immer sehr viel versprochen. Ja, alle möglichen Lockerungen werden versprochen jetzt und weil die Parteien haben Angst, dass sie gar nicht mehr gewählt werden, was ich gut verstehen kann. Ja, also es wird im Moment viel versprochen und das bedeutet ja, dass zumindest davon ein Teil müssen sie machen, müssen sie zeigen, sonst kommt hier der Aufstand. Ja, weil die inneren Krieger in uns, die sind sehr wachsam und die haben auch so eine große Energie. Die lassen sich nicht mehr so viel gefallen. Die möchten dann auch raus, hier Ellbogen zeigen und zeigen, wir sind nicht mehr einverstanden mit dem Ganzen. Von daher ist es jetzt gut zu sehen, dass Lockerungen kommen werden. Aber unser innerer Krieger, der passt auf, dass die dann auch bleiben. Das heißt, der nächste Schritt für uns wäre, dass wir uns nicht mehr gefallen lassen, diese großen Einschränkungen. Und dafür ist der Schub aus dem Februar richtig gut, der uns da unterstützt. Wenn ich jetzt noch mal in eine andere Ebene schaue, in die Ebene, zum Beispiel mit dem Impfen. Dieser Impfstoff mit AstraZeneca ist ja sehr umstritten. Und das Positive dabei,
Ich habe also Verbindungen und habe erfahren, dass sich Ärzte nicht impfen lassen, wenn da dieser Impfstoff drin ist in dem Präparat. Das heißt, auch da tut sich was. Ja, wenn sich also, ich krabbel's schon wieder, das heißt, Engel sind da und hören zu und sagen, ja, das stimmt, das stimmt. Also immer, wenn man sowas spürt, das ist so die Bestätigung. Das stimmt, also auch da wird es Änderungen geben. Es wird also hin und her gestritten, ja. Aber wenn jetzt schon die Ärzte sich nicht impfen lassen, weil in dem Produkt was nicht stimmt, weil es nicht lange genug erprobt wurde oder weil es einfach schluderig erprobt wurde, nur schnell, schnell und Geld verdienen und so, ne? Ja, und jetzt können sie es nicht mehr gebrauchen, weil eben da was nicht stimmt. Das heißt, es kommt was in Bewegung, auch in der Impfrichtung. Das ist eine, also ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich finde es richtig, richtig klasse. Und wir wollen mal gucken, was da draus wird. Also auch da ist etwas in Veränderung. Wenn ich jetzt in das Kollektiv mal reinschaue, so in das gesamte Kollektiv von Deutschland mal nur, sehe ich schon teilweise eine sehr gedrückte Stimmung. Das ist ja auch klar, weil es gibt sehr viele Menschen, die in Existenznöte geraten sind durch diese Maßnahmen, die ja wirklich übertrieben sind. Es ist jetzt meine Meinung, jeder darf seine Meinung haben. Und ihr dürft natürlich auch alle unten reinschreiben. Ich bin so gespannt, was ihr davon haltet und was das mit euch macht. Denn es ist ja gut, wenn wir auch über die Dinge diskutieren und sie dann dadurch auch wieder kräftigen. Ihr dürft nicht niemals vergessen, alles, was du liest, was du denkst, was du liest, was du sprichst, trägt Energie. Das sind diese Energiewellen. Und je nachdem, was es ist, bekommst du diese Energiewellen ab. Und dann musst du überlegen, ui, habe ich jetzt was gelesen, was negativ ist, dann sofort reinigen. Das A und O ist einfach reinigen, dass man da sein eigenes Licht wieder tief fühlen kann. Das ist so der Sinn der Reinigung und dass man nicht durch Verunreinigung schwach wird. Das kann natürlich auch sein. Aber für uns ist es einfach wichtig, hinzuschauen, und ich gucke jetzt nochmal ins Kollektiv, aber da ist jetzt auf der einen Seite diese tiefe Stimmung, aber es werden auch diese Menschen, die diese depressive Stimmung haben, die sich da runtergezogen fühlen, die allein vielleicht gar nicht das Licht mehr sehen wollen, weil sie so im Dunkeln gefangen sind, jetzt gar nicht mal von der Gegenseite gesprochen, sondern nimmt es mal ganz neutral, weil sie einfach in sich keine Kraft mehr finden und da drin gefangen sind, die werden beginnen, sich zu öffnen. Weil nämlich, wenn das Kollektiv diese Freude aufnimmt, denn es wird sehr viel Freude im März auf der Erde gestrahlt. Und diese Freude wird jeden Menschen berühren und uns dann die Freiheit bringen und diese Tatkraft bringen, in welcher wir ganz viel wieder für uns machen können. Das heißt auch, ich gucke nochmal, auch im Kollektiv wird es dadurch besser werden, auch und zwar speziell für die Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Und die brauchen das ja. Also ich weiß genau, wie das ist und freue mich so sehr darüber, dass auch diese Menschen ganz viel Kraft bekommen. Und mit dieser Kraft gehen wir dann kraftvoll in den März hinein. Kraftvoll und mit Unterstützung natürlich der geistigen Welt, ganz klar. Und wir haben es also in der Hand, den März so zu gestalten, dass er für uns ein sehr, sehr, sehr guter Monat wird. Wichtig ist es dabei, niemals zu vergessen, was alles die Gegenseite plant. Das sollten wir immer im Auge behalten und genau darauf achten, was uns vielleicht unterschwellig untergeschoben werden möchte. Das werden wir nicht zulassen. Dafür ist ganz viel Kraft aus dem Februar in den März hineingetragen.
Und wenn man die Natur betrachtet, was jetzt in der Natur geschieht, da ist ja auch ein Neubeginn. Und dass allein diese Energien unterstützen die Menschheit, die Erde, gerade sehr durch diese Jahreszeit. Also es geht jetzt los, es ändert sich alles. Und ich bin so voller Freude darüber, denn wenn jetzt die Menschen Hilfe bekommen und Kraft bekommen, denen es nicht so gut ging die ganze Zeit, diese ganze Hilfe und Kraft bekommen ja auch die Menschen, denen es gut geht. Und dadurch, da ist so ein hohes Potenzial, von einer neuen Vision von unserer Erde, die wir ja anstreben zu kreieren und weswegen wir ja auch auf die Erde gekommen sind. Und das, liebe, liebe Smarana, das ist unsere Chance, jetzt das Ruder rumzureißen und für das Licht richtig geballte Kraftenergie zur Verfügung zu stellen. Wir werden jetzt auch gleich eine Meditation machen, wo ich live eine Kraftübertragung mache, wo ich live im Kollektiv für euch auch nochmal bestimmte Strukturen entfernen werde. Ich werde nicht so sehr viel dabei sprechen und ich bin echt gespannt, wie ihr das jetzt findet. Das ist mal eine neue Art, einfach eine Hilfe, eine energetische Hilfe, die ich euch gerne geben möchte. Und zwar werden wir total gereinigt, neu ausgerichtet und mit dieser Kraft, die aus dem Februar uns zur Verfügung steht, ausgedehnt und neu ausgerichtet. Und dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Je mehr Menschen das alle jetzt anhören und wenn es vielleicht an eure Freunde und Familie oder wen ihr eben kennt, der das gebrauchen könnte, weitergibt, dann können ganz viele Menschen von dieser neuen Ausrichtung profitieren und umso kraftvoller wird der März werden. Das ist der Punkt, um den es geht, denn dann besteht ganz viel Hoffnung, ganz, ganz, ganz viel Hoffnung und wir sind aus dieser Trübsal vom Februar wieder befreit. Ja, und jetzt freue ich mich, ich bin gespannt, ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Zu dieser neuen Art. Es ist so wie ist keine Heilsitzung in dem Sinne, oder man könnte sagen, es ist eine kollektive Heilsitzung, wo für jeden was dabei sein wird. Es ersetzt natürlich keine Heilsitzung, keine Heilanwendung. Das ist ganz klar. Denn wenn ich jetzt für jemand speziell für einen Menschen eine persönliche Heilsitzung mache, kann man ja noch ganz anders auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. Das, was ich jetzt mache, wird eine Heilsitzung für das Kollektiv sein. Und wo jeder daran teilnehmen kann, wo auch alle, die kein Geld haben, davon profitieren können. Und das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte, dass es allen gut geht und so viel wie möglich dazu beitragen. Und dafür habe ich ja meinen Kanal, meinen Heilkanal von der geistigen Welt bekommen und den setze ich natürlich gerne kräftig ein. Und ich bin auch so dankbar dafür, dass ich dies tun darf und dass ihr heute hier seid. Und wenn ihr daran interessiert seid, immer die neuesten Heilenergien oder jetzt auch so Heilbehandlungen zu bekommen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn YouTube wird euch sofort informieren, wenn ein neues Video von mir zur Verfügung steht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel, ja, Freude bei der kollektiven Heilsitzung und ja, jetzt fangen wir dann auch gleich an. Ich verbinde mich mit der Dimension meiner Herkunft,
Ich richte meinen Kanal aus in die göttlichen Felder von Smarana. Ich öffne meinen Heilkanal und die Energie beginnt bereits zu fließen. Ich lade jeden Menschen ein, der heute hier anwesend ist, an dieser Heilsitzung teilzunehmen. Sie geschieht in der allerhöchsten göttlichen Energie der Liebe und sie dient zu dem allerhöchsten Wohl von jedem einzelnen Menschen. Und wenn du bereit bist und die Energien empfangen möchtest, dann spreche mit deiner inneren Stimme ein Ja, ich will. So beginne ich nun, Energien in das Kollektiv zu senden und beginne mit der Reinigung. Nun beginne ich mit der Energieübertragung zur Neuausrichtung und Kräftigung deines Systems. Nun stärke ich deine Seele mit der Kraft der Liebe aus den Smarana-Feldern. Energie fließt zu dir. Deine Aura wird ausgedehnt und gereinigt. Und mit Licht durchflutet.
Ich rufe die Engel der Gnade. Sie wirken für dich, damit alles Gute, die große Heilung, welche jetzt geschehen darf, sofort geschieht. Spüre neue Kraft. Spüre eine klare Ausrichtung. Und spüre die Stärke, die Zuversicht und das Vertrauen, was übertragen wird. Du bist bereit. Dein innerer Krieger nimmt diese Kraft und trägt dich durch die nächsten Wochen. Deine Aura beginnt in den Farben der Kraft zu strahlen. Deine Seele beginnt in den Farben der Freude zu strahlen. Nimm alles an. Nimm es an, es wurde dir voller Liebe übertragen. Ich schließe nun meinen Kanal und ich bedanke mich für die wundervollen heilenden Energien und dass ich dienen durfte. Und du kommst wieder hierher zurück. Und was ich noch sagen wollte, ich stelle jedes Video in der Community-Tab für die Kanalmitglieder früher zur Verfügung. Also die Kanalmitglieder dürfen jedes Video schon vorher anschauen, bevor es für die Allgemeinheit veröffentlicht wird. Und ich hoffe so sehr, dass es euch gut getan hat, dass es euch Mut und Kraft gegeben hat und wir jetzt voller Zuversicht durch den März gehen können. Schreibt mir unten rein, wie es für euch war und ob ihr euch lieber solche Heilanwendungen wünscht oder lieber Channelings wünscht oder lieber Meditationen wünscht. Vielleicht mache ich mal eine Umfrage im Community-Tabs. Würde mich mal interessieren, jetzt wie das angekommen ist, weil das ja schon auch was ganz Besonderes ist. Ja, dann lasst es euch gut gehen. Alles Liebe. Ein Küsschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.